Wer bin ich? Persönliche Vorstellung und eine markante Aussage zur Jugendpolitik, Jugendarbeit. Mein Name ist Elke Ida, ich bin 59 Jahre alt, verheiratet, habe 4 Kinder und 6 Enkelkinder. Ich bin Stadträtin, Kreisrätin und Bezirksrätin der Freien Wähler. Mein Schwerpunkt ist die soziale Arbeit. Ich bin auch Beauftragte des Berufsbildungswerkes Hören, Sprache, Lernen. Und eine Kernaussage, so wie ihr das gern hättet, wäre, wenn ein Land an seinen Schwächsten und an seiner Kultur spart, dann hat es keine Wertschätzung für seine Vergangenheit und für seine Zukunft. Die zweite Frage. Junge Menschen engagieren sich in Jugendverbänden und in Bewegungen wie Fridays for Future für Themen, die ihnen wichtig sind. Wie wollen Sie junge Menschen in ihrem Engagement unterstützen? Ich möchte Ihnen Zeit schenken. Ich denke, Zeit ist ein ganz, ganz wichtiges Aspekt. Zeit und auch Zeit zum Zuhören. Denn ganz viel geht übers Miteinanderreden. Erfährt man von dem anderen auch, wenn man ihn einfach mal fragt, wie geht's dir, was machst du so? Deshalb ist Zeit ganz wichtig, die Möglichkeit des Austausches. Vielleicht wäre auch eine Sprechstunde für junge Menschen ganz interessant, so wie es den Landrat oder der Bürgermeister, der die Sprechstunde für Bürger hat. Um sich dazu auch zu treffen, braucht man Räume. Und das brauchen Jugendorganisationen, Jugendverbände, Jugendgruppen brauchen Räume, um sich treffen zu können. Und da möchte ich schauen, dass ich Ihnen das was zur Verfügung stelle. Die dritte Frage, junge Menschen wachsen nicht mit den gleichen Chancen auf. Was wollen Sie dafür tun, dass niemand aufgrund seiner Hautfarbe, seines Geschlechts, seiner Behinderung oder dem Geldbeutel der Eltern Nachteile erleidet oder diskriminiert wird? Da ist für mich ein Schlagwort, nicht über Inklusion sprechen, sondern sie auch tun. Mir ist ganz wichtig, als Beauftragte des BBW Hören, Sprache, Lernen, wo Menschen mit einer Behinderung eine Ausbildung machen, die dort auch auf den ersten Arbeitsmarkt zu bringen. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass man auch Betriebe informiert, dass es diese Möglichkeiten gibt, dass man einen Praktikanten oder eine Praktikantin aus einer Förderschule aufnehmen kann, um ihnen vielleicht auch die Möglichkeit zu geben, auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Das ist für die Einrichtung selber ganz wichtig. Es ist aber auch für den Menschen unheimlich wichtig, jetzt dort auch Selbstbewusstsein und Selbstständigkeit zu erleben. Es gibt da gute Organisationen, die sich darum kümmern, dass Menschen auf den ersten Arbeitsmarkt kommen. Die letzte Frage, ganz kurz ist die für mich. Welcher Haushaltsposten im Bezirkshaushalt 2023 ist zu hoch? Welcher zu niedrig? Keiner ist zu hoch, denn ich finde, wir gehen verantwortungsvoll mit den Geldern um. Wir geben nichts aus, was nicht nötig ist. Aber aufgrund von Corona sollte es schon sein, dass die psychosoziale ambulante Hilfe noch mehr Geld bekommt, weil die jungen Leute einfach da auch, wie gesagt, miteinander reden. Ganz, ganz wichtig.